Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer... Okay, das war gerade mein Handy, falls man das gehört hat, was runtergefallen ist. Oh nein! Geht es noch? Ja, sehr schön. Also nochmal, einen Wunder... Was ist denn hier im Kabel? So. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Wir sind immer noch in dieser... Ja, vom Giftloch in... Nee, Quatsch, vom Loch in die Gift. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier hieß. Ach ja, wir brauchen hier auch noch Licht. Ach, das ist so unangenehm. Wir werden uns langsam nach vorn tasten. Und hoffentlich nicht so oft, allzu oft vergiftet werden. Ich mache das mal lieber mit Feuer an der Hand. Okay. Ja. Ich glaube, ich sollte eine andere Waffe nehmen, eine, die horizontal zuschlägt. Damit trifft man die leichter. So. Dauert zwar länger, wenn man die immer kaputt macht, aber wir haben ja gemerkt, das geht nicht unbedingt anders. Man wird sonst zu oft von Giftschrott getroffen und wird vergiftet, und ich habe halt nur noch fünfmal dieses giftige Moos, was... Ach du Scheiße. Ha, er wird auch vergiftet, wie es aussieht. Nice. Den hatten wir schon mal als Gegner. So spiele ich Fußball. Haha! Hast du nun davon, dieser Spasti? Der hat uns nämlich schon mal angegriffen. Verlassener, was hat er jetzt davon? Sehr schön, Menschenbild. Ein Menschenbild haben wir bekommen, das war's. Und ein paar Seelen. Ich hätte gedacht, wir bekommen jetzt viel mehr krassen Scheiß, weil wir ihn platt gemacht haben. Aber ist anscheinend nicht der Fall. Toll. Oh, ich bin trotzdem froh, dass wir es geschafft haben. Zweimal schön in den Rücken gestochen, den Typ, und dann... Ja, so nochmal platt gemacht. Sehr schön. Okay, jetzt wechseln wir wieder auf unser großes Schwert. Zum Glück habe ich rechtzeitig und noch schnell auf die andere Waffe gewechselt. Wäre sonst, denke ich, ja, mit dem Schwert nichts geworden, weil wir da viel zu lange brauchen und halt auch nicht einfach so mal von hinten aufspießen können. Ach, Glück gehabt, dass es auch zweimal so gut geklappt hat mit dem Aufspießen. War übrigens auch der Plan. Also, es war kein Zufall oder Glück, sondern ich habe gedacht, wir machen mit normalen Angriffen so wenig Schaden. Wir versuchen mal, ihn aufzuspießen. Es hat glücklicherweise geklappt. Diese Drecksdinger, ey. Scheiße, wir sind gleich vergiftet. Wir haben, wie gesagt, nur fünfmal das Moos. Oh, das ist... das. Und dadurch, dass wir ja mehr oder weniger auch das Licht brauchen, können wir auch nicht einfach... Ich habe eine Idee. Hier brauchen wir das Licht ja eigentlich nicht mehr. Was sagt denn die Giftresistenz bei dem Schild? 45. Haben wir eins, was besser ist? 30, 60, 50, 40, 95. Na, dann nehmen wir das ja erstmal. Ich hoffe mal, damit können wir ein bisschen blocken.
So, da will ich zum Beispiel nicht reingehen ohne Feuer. Scheiße. Scheiße. Ach, einen Gegner gibt's ja auch noch. Oh nein. Die vergiften ja auf Garantie auch. Oh nein, der Angriff hat nicht getroffen. Ich will nicht sterben, ich will nicht alles nochmal machen. Ah, 10.040, wisst ihr was? Ich mache jetzt doch alles nochmal, weil ich will jetzt einfach die andere Waffe benutzen. Damit machen wir mehr Schaden, scheiß drauf. Oh, hier sitzend habe ich sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, schaffen wir das mit der Belastbarkeit überhaupt? Die Waffe zu tragen, wäre nicht viel schwerer. Ich weiß gerade gar nicht. Egal, erstmal Geschicklichkeit raufpumpen. Hä? Ja, hoffentlich klappt das, ey. Wo ist sie denn? Ja, die ist viel schwerer. Aber wir bleiben 170%. Das war ja... Was? Was fehlt? Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Wir brauchen noch 9 Magie. Das sind, glaube ich, nochmal 3 Level, oder? Oh, schade. Ich habe mich so gefreut. Bearer of Seek lest this. Ach, das sind nochmal 3 Level. Wille 9. Ich spiele gerade den Gedanken, die großen Seelen jetzt einfach zu verwenden, weil ich mir eh nichts daraus bauen werde. Das habe ich, glaube ich, schon bei Dark Souls 1 nicht gemacht. Soll ich es machen? Oder nee, solange wir noch weiterkommen, ohne dass wir was. Also ohne dass wir 1000 Mal sterben, warum sollte ich dann jetzt diese Seelen verschwenden? Wir haben noch Zeit, das Spiel geht noch ein paar Runden. Und ein paar Stunden. Und ja, jetzt, ich würde die echt gerne benutzen, die Waffe, aber wie gesagt. Das sind nochmal 3 Level, die uns fehlen. Und wir haben die Zeit. Ich überlege gerade, ein schnelleres Schwert zu nehmen als dieses große. Das dauert immer so lang. Wir bräuchten halt noch irgendein, was eine gute Reichweite hat am besten. Das hier vielleicht? Nee, das ist nicht gut. Ja, das ist schön. Das ist schön schnell. Gefällt mir besser als das große. Wir müssen halt auch treffen. Also. Reichweite ist halt nicht so geil, müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Au. Fuck. Oh. Freunde, okay, die Reichweite ist richtig scheiße. Das hat auch wieder einen Nachteil. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Was vielleicht?
Oh, hey, das ist zum Kotzen. Ohne Scheiß. Brauchen Reichweite. Vielleicht wird das jetzt zur ekligsten. Ja, die Köpfe schießen halt auch, wenn sie noch da liegen, ne? Vielleicht wird das jetzt zur unangenehmsten Stelle im ganzen Spiel, ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, soll ich jetzt wieder wechseln? Ich muss ja jetzt gleich gegen das Ding da kämpfen. Mach mal so viel mehr Schaden, es ist so viel schneller tot. Komm, du merkwürdige Hand. Darf ich hier durchlaufen, ohne dass ich vergiftet werde? Ja. Nicht den Angriff. Ja, der Grund, warum ich mit dem nicht kämpfen wollte, war ja eigentlich, weil ich die Haltbarkeit brauche. Verdammt. Fällt mir gerade wieder ein. Moment, was nehme ich denn gerade für eine Waffe? Ach, scheißegal. Noch einer. Nein. Aber wir überleben, zum Glück. Ich hätte halt gedacht, dass wir... Ach komm, kein Risiko, wegrennen, heilen. Ich hätte halt gedacht, dass wir ihn mit drei Angriffen, weil dann wäre er tot gewesen, einfach jetzt mal platt machen. Mich wohl geirrt. Zum Glück habe ich jetzt nicht außersehen so einen Moos genommen. Die könnten mal Moos droppen, ehrlich gesagt. Das wäre geil. Hier rumnerven, ey. Das ist echt eine richtig beschissene Kacksituation hier. Das macht mir überhaupt keinen Spaß gerade. Ja, vergifte mich halt. Boah, ey, das nervt. Dann ständig das Wechseln der Waffen. Jetzt müssen wir eigentlich wieder warten, bis die Vergiftung fast auf null ist, weil da trifft mich noch einmal an, ich bin vergiftet, weil nach einem Schuss ist man fast komplett vergiftet. Giftresistenz ist halt einfach nicht so hoch bei uns. Und wir schaffen es fast nie, die Schüsse zu blocken. Ey, die da oben dürfen uns ja wohl... Oh, nein! Die da oben dürfen uns ja eigentlich nicht treffen. So, ich getraue mich nicht mehrmals anzugreifen. Also nicht mehr als zweimal, deswegen mache ich jetzt erstmal nur einen. Komm. So, und jetzt. Viel Energie haben die ja auch nicht. Große Titanitscherbe, das ist gut, das brauchen wir für unsere Helebarde. Weiß ich gar nicht, wie viel wir da jetzt schon haben. Gott, ist das nervig, ey. Krass. Also, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass zumindest von den bisherigen Oh Gott, jetzt kommt noch ein Riesenwurm, natürlich. Ja, ich sag mal, dass von denen, die wir bisher hatten, Regionen das bisher auf jeden Fall die nervigste ist. Und vielleicht bleibt es das auch. Keine Ahnung. Och, wieder vergiftet. Fuck you, ey. Wir haben noch einmal das giftige Moos.
Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt einfach jemanden zur Hilfe hole, weil die Situation hier mich so sehr ankotzt. Ich kann jetzt nichts machen, außer das letzte Mal das Moos nehmen. Und dann halt einfach über Heilung, ne? Wenn wir vergiftet sind. Was ist denn das für ein Dreck hier? Haben wir irgendeinen Ring? Nee, ne? Also es wird Ringe geben, die gegen Gift sind, aber wir haben keinen. Also das wäre jetzt krass, wenn wir einen hätten. Wir haben Versteinerung und Blutungsresistenz, aber halt nicht Gift. Das bräuchten wir jetzt. Und was wir natürlich auch machen können, wenn wir einmal getroffen werden, einfach komplett wegrennen. Moment, mir fällt gerade ein, können wir nicht die Dinger da oben abschießen? Lass die nicht mehr rumnerven. Was? Es geht nicht. Oh, meine Herren. Wenn ich zuerst da reingehe, vielleicht kann ich die Dinger da oben dann kaputt machen. Ich werde mal zuerst da reingehen. Vielleicht klappt das. Aber da brauche ich eigentlich eine Fackel. Weil ich sehe nichts. Hol mal eine Fackel. Oh Gott, wir kommen hier keinen Meter voran. Das gibt's gar nicht. Können wir uns doch gar nicht mehr schützen, das kann uns auch egal sein. Ach, hier ist nur eine Truhe, scheiße. Also schön, toll, eine Truhe, aber wenn da jetzt nicht 100-mal dieses giftige Moos drin ist, dann hilft es mir auch nicht viel. Schotel und große Zauberwaffe, was ist denn ein Schotel? Große Zauberwaffe. Ein Zauber mächtiger als... Oh. Ein Zauber mächtiger als Zauberwaffe erfüllt die Waffe in der anderen Hand mit intensiver Magie, welche schweren magischen Schaden verursacht. Die alten Puristen der Zaubererakademie von Melfia betrachteten den Schwertkampf als barbarische Form der Kampfkunst. Ah, hier, Schotel, aber eher schwach. Ein einzigartig geschwungenes Krummschwert. Der Name seines Herstellers ist unbekannt, aber er muss ein wahrer Meister gewesen sein. Die geschwungene Klinge soll um das Schild des Gegners herumreichen und Schaden verursachen mit steigendem Angriff benutzen. Effekt Schilddurchdringung, schwerer Angriff. Ja, wir können gegen da oben überhaupt nichts machen. Also wenn wir hier ganz nah dran vorbeigehen, ich glaube, dann treffen die uns nicht. Und der Wurm macht auch nichts gegen uns, oder was? Doch? Was denn nun? Hä? Das erscheint mich nicht zu treffen. Ein ähnlich schlaues Monster wie diese Riesenspinne oder was das war. So, wir sind noch nicht vergiftet. Sehr schön. Wir können ja nicht weiter rein, auch logisch. Machen wir das hier erstmal kaputt. Noch einer. Wir haben halt auch kein Schild, falls er uns doch mal trifft. Oh, fuck, Mann.
Geht einfach immer wieder zurück, so. Okay, ja, ein sehr dummes Monster, wie es aussieht. Vorsichtig, vorsichtig. Ich habe auch keinen Bock mehr, immer die Waffe zu wechseln. Wenn es halt kaputt geht, dann geht es halt kaputt. Lebensreste und Fackel. Schauen wir uns dann an die Lebensreste, wenn wir mal wieder Zeit haben. Das heißt, wenn halt keine Fackel in der Hand benötigt wird. So, wir können weitergehen. Scheiße, dann kommen ja auf Garantie auch wieder diese Dinger raus und ich müsste die Fackel wieder ablegen. Ich wusste es, ich wusste es. Aber das ist mir zu riskant sonst, die machen so viel Schaden teilweise. Wollen wir es versuchen, ein bisschen so rumzulaufen, ohne Fackel? Ich probiere es zumindest mal. Wo schaut das denn dahin? Die treffen uns nicht. Das schaut rüber. Hier ist ein Loch. Ganz vorsichtig. Oh nein, nicht schon wieder! So, jetzt komm mal her, du Spast. Jetzt komm mal her. Hilft er mir jetzt auch? Oh, es ist ein Pfeil- und Bogenschütze, aber egal, ich denke, er hat trotzdem keine Chance gegen uns zwei. Haha, was du jetzt davon? Oh Gott, da macht meine Abwehr kaputt! Schön, wie er die Abwehr durchschaut. So haben wir auch Zeit, uns zu heilen. Richtig geil. Gleich haben wir eine... Oh, wieder ein Invasionsgeist platt gemacht. Diese Spasten, ey. Müssen wir hier nur das Ding noch einsammeln. Menschenbild. Komm, weiter geht's. So, jetzt haben wir sogar einen Helfer. Ich meine, warum nicht? Ich habe ihn nur geholt, weil... Na komm... Ich habe ihn nur geholt, weil wieder so ein scheiß Invasionsgeist hatte. Auch wenn ich ihn nicht optimal fand mit seinen... Ist das Ding schon kaputt? Nee. Auch wenn ich ihn nicht optimal fand als Jäger, aber es hat ja gereicht. Glücklicherweise. Worauf schießt denn der? Ich glaube, da kommt gleich was raus, oder?
Okay. Ah ja, ich habe ja wieder keine Fackel, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht zurückrennen. Ich will aber auch keinen Schmetterling verwenden. Ich würde halt schon gerne was sehen, ne? Vorsicht vor Feuer? Okay, die Truhe wollte ich eigentlich nicht kaputt machen, sondern Abfall. Scheiße, ich glaube, wenn man eine Truhe kaputt macht, bekommt man automatisch Abfall. Kann das sein? Ich Vollidiot. Scheiße! Naja, ist zu spät. Wie gesagt, man kann nichts rückgängig machen bei Dark Souls. Macht jetzt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ist dann das zweite Mal, dass mir das passiert. Beim ersten Mal war es Absicht. Ah, darauf hat er geschossen. Beim ersten Mal war es Absicht und dieses Mal wollte ich eigentlich das Ding, was hinter der Truhe war, kaputt machen. Oh. Ich glaube, das hätte uns eh nicht getroffen, weil es in die falsche Richtung schaut. Abfall. Oh, wer weiß, was da drinnen war. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, was man nicht weiß, macht eigentlich heiß. Also so richtig drüber ärgern kann ich mich nicht. Aber es ist natürlich immer scheiße. Aber es ist doch schon Schwachsinn. Man macht die Truhe kaputt, dann ist Abfall drinnen. Das gibt doch gar keinen Sinn. Aber wie uns auf diesem kleinen Gebiet doch tatsächlich zwei solche Invasionsgeister begegnet sind. Was für ein Dreck. Wie langsam wir hier nur vorankommen, aber wir können einfach nichts gegen machen. Wisst ihr was, ich hole mir jetzt Feuer wieder. Das geht mir gerade ziemlich auf den Sack, ey, dass es so dunkel ist. Kommen wir schon irgendwie hin und ich hoffe mal, ich werde nicht vergiftet. Komm. Okay. Sieht ganz gut aus. Ich frage mich, wie lange dieser Jäger mir jetzt folgt. So lange müssen wir beim Boss sind und den Boss besiegt haben, oder ist der irgendwann vorher weg? Also wenn seine Energie weg ist, logischerweise, aber... Einsamer Jäger Schmidt. Aber die Energie, die ist ja... Er kann sich auch immer heilen mit Estus Flakos, wie man gesehen hat. Kann ja ewig dauern. So, geh bitte mit hier an der Seite lang, dann müsst ihr auch nicht vergiftet. Sehen wir wenigstens was. Weil da ging nämlich irgendwie ein kleiner Weg lang hier und da wollte ich nämlich genau gucken, ob da noch irgendwas ist. Oh, wir haben zwei Duftzweige, also auf jeden Fall. Okay. Müssen wir unsere Fackel wenigstens nicht ausmachen. Hier ist ein neues Leuchtfeuer. Krass. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt ransetze und heile, dann verschwindet der. Also ich glaube, der ist dann weg. Deswegen würde ich mich jetzt mal nicht heilen. Wir haben zwar nur ein... Ach, noch ein Wahrheitsverkünder. Wir haben zwar nur ein Flakon, aber wir haben 28 Lebenssteine. Von daher... Mache ich mir da erstmal keine Gedanken. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier raus will und dann vollgespuckt werde. Ich riskier's mal. Oh, sehr geil. Wichtiges Leuchtfeuer, wie man sieht. Da ist der Boss. Sehr wichtiges Leuchtfeuer. Sehr, sehr wichtiges Leuchtfeuer. Nice, gut, gut, gut. Also das hat sich gelohnt, der Duftzweig. So. Drüben waren wir schon drin. Oh nein, weg, weg, weg. Scheiße, scheiße!
Und nehmen wir dann noch einen Flakon. Wir müssen es halt jetzt aushalten, wir haben halt keine andere Möglichkeit. Oh, das brennt, wie das denn? Große Titanitscherbe, die droppen die also. Das heißt, wenn wir großes Titanit farmen wollen, würden wir hier das Gebiet, wie es aussieht. Oh, den anderen Angriff. Hallo? Das Ding ist halt, die sind auf jeden Fall alle wieder da, ne? Sobald ich einmal sterbe, das wird kacke, aber egal. Kann ich eigentlich zwei Phantome rufen? Wahrscheinlich nicht, dann verschwindet wahrscheinlich das erste. Also wäre jetzt dumm, den anderen zu rufen. Ich meine, wir sind eh Nahkämpfer, haben halt noch einen Fernkämpfer, das passt schon. Dann schaffen wir es ja mit ihm direkt beim ersten Mal. Ach du Scheiße, die Uhrzeit. Ich habe ja gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Oh mein Gott. 31 Minuten, naja, dann machen wir jetzt hier erstmal Cut. Eieiei. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen. Tschö, tschö. Und ich bin schon gespannt auf den Boss. Und ich wette mit euch, große Seele, vielleicht sogar wieder ein kleiner Vorspann. Schauen wir mal. Bis morgen.